Hey ho und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Let's Play Assetto Corsa, diesmal mit einer Mod-Vorstellung, einer Mod-Review. Wir sind hier mit erstmal dem Maserati, da sieht man es, 52F 12-Zylinder ist das hier, glaube ich. 12-Zylinder auf jeden Fall, es gibt einmal die 12-Zylinder und einmal die 6-Zylinder-Version, aber 250F ist es gerade. Und wir sind hier in Donington im Jahre 1938, glaube ich. Ich bin die Mod gestern schon mal einmal kurz gefahren. Ich bin auch gerade tatsächlich Training gefahren für das Rennen in Donington. Das ist bestimmt, keine Ahnung, das kommt bestimmt erst wieder in 2 Monaten oder so. Ich hänge da so sehr hinterher mit dem Rollan. Auf jeden Fall bin ich gerade die aktuelle Donington-Strecke gefahren. Ich werde hier mal den Gang einlegen und wir werden langsam losrollen. Ich kann vielleicht mal einmal ganz kurz das Auto hier zeigen. Wir haben hier so ein schönes altes. So sieht der Spaß hier aus. Ich werde natürlich jetzt wieder zurück in unsere Komplettperspektive. Der Straßenbelag sieht an sich schon mal super aus. Also im VR ist hier alles ein bisschen pixelig, aber von meiner Perspektive aus wirkt es halt nach einem super Mod. Hohe Qualität. Man spürt auch direkt schon sehr viele Fahrbahnunebenheiten, was auf jeden Fall schön rüberkommt. Ich fahre hier erstmal ganz langsam geschmeidig. Man sieht hier, wir fahren hier über so ein Feld. Ich glaube, die Strecke oder der Streckenteil ist hier auch erkennbar noch in der neuen Version. Hier ist eine Kreuzung, hier sind ein paar Tribünen. Da ist alles abgesperrt. Hier eine Kuppe. Hier ganz interessant, das sieht man bei der neueren Strecke gar nicht. Diese Brücke hier, den Bogen, durch den man durchfährt. Hier geht es dann durch so einen Wald. Noch ein paar Kurven. Quasi gar nichts gesichert hier. Es gibt keine Absperrung. Wenn man hier abfliegt, geht es direkt in den Wald hinein. Hier kommt, glaube ich, gleich eine sehr spitze Kurve nach rechts. Das ist auch witzig hier mit dem Haus. Damals war es halt so mit den Sicherheitsvorkehrungen. Jetzt kommt hier eine Vollgaspassage. Hier werde ich jetzt auch mal Vollgas geben. Man sieht schon die Unebenheiten hier. Ich muss das auch gut festhalten. Die Autos hier sehr wenig Stabilität. Sehr schwammig. Tempo habe ich hier leider nicht eingebettet, aber wir sind definitiv schnell. Jetzt kommt es hier über die Kuppe. Jetzt muss man bremsen. Bremsen sehr schwierig mit den Autos. Noch eine Kuppel nach links drüber und dann kommen wir schon über Startziel. Falls ihr so ein Auto nicht gefahren seid und das Fahrverhalten jetzt schwer einschätzen könnt, ich kann schon mal sagen, es lenkt nur, wenn man den guten Slip-Angle hat, heißt ein bisschen übersteuert. Und dazu muss man immer auf dem Gas bleiben, also somit hier untersteuern und dann durch die Kurve, ganz schlecht, da ist man sehr langsam. Jetzt zeige ich es dir nochmal, jetzt aufs Gas, hier komme ich direkt rum. Driften ist bei den Dingern also in gewisser Weise ein wenig notwendig. Weil das natürlich nicht der absolut schnellste Weg ist, den ich hier nehme. Aber man sieht hier zum Beispiel auch, dass das Auto hier wirklich die ganze Zeit übersteuern will. Von hier mal so mit einem leichten Opposite Lock in die Kurve muss. Und wir versuchen gleich, wenn wir hier über die nächste Kurve kommen, das mal ordentlicher anzufahren. Das ist 10.000 Drehung. Ich glaube, jetzt geht der Motor gleich langsam in Schaden. Jo, 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 jo.
Ja, und da hätten wir jetzt viele Tote. Viele Tote. Aber sie jubeln trotzdem. Die sind ja auch alle gekleidet. Der damaligen Zeit entsprechend. Allerdings alle mit Anzügen. Wäre interessant. Der da hinten hat ein ziemlich abgefucktes Face. Aber naja. Ich werde mal ganz kurz zurück zu den Pits und vielleicht mal kurz was am Setup ändern. Ich weiß nicht genau, was man hier alles machen kann. Ja, 299. Tires, Fuel, okay, man kann vorne was einstellen. Dampers kann man auch einstellen. Sehr interessant. Ah, Preload kann ich einstellen. Generic. Ja, ich glaube, ich werde die noch ein bisschen nach hinten stellen. Und den Bremsdruck noch ein bisschen rausnehmen. Damit ich hier wirklich vollbremsen kann. Weil ich habe hier immer das Gefühl, immer so, dass ich halt nicht... Ich weiß nicht genau, wie ich bremsen muss. So, hier weiß ich jetzt gar nicht, was bei dem Auto gut oder schlecht ist. Ich denke mal, es ist auch gar nicht mehr zu vergleichen mit modernen Fahrzeugen. Da weiß ich ungefähr, was das bedeutet, was man wie einstellen muss. Deswegen, ich werde jetzt mal eine Runde fahren. So sieht das aus. Oh, das ist ja mal. Ich werde hier nochmal einen kleinen Blick reinwerfen. Man sieht hier wirklich das scheinbar hier. Wow. Der Motor ist ja glaube ich vorne, genau, da uns das Getriebe, das heißt es geht hinter mir durch und da ist das, was man da sieht. Das Differential, da kommt die Achse durch. Und man sieht ja auch wirklich, ich werde jetzt mal was wagen. Da muss ich jetzt mal aus meinem Sitz hier raus. Und ich habe jetzt allerdings nicht dieses, was mir anzeigt, ob ich irgendwo gegen renne. Das würdet ihr nicht sehen, aber mir ist es halt auch nicht angezeigt. Deswegen, ach Gott, ich wollte jetzt an das Lenkrad hier fassen, was im Spiel ist, was natürlich in echt, wow, so sehe ich also aus. Ja, aber wir können hier nochmal einen Blick auf die Technik werfen. Auf jeden Fall sehr cool. Aufhängung hier, das ist so eine, ja, ist interessant, definitiv sehr interessant. Das ist halt auch das Coole am Feuer, man kann hier noch einen ganz anderen Blickwinkel halt auf die Dinge haben und vor allem für mich ist es halt jetzt wirklich so die richtige Größe, sag ich mal. Also ich habe jetzt schon einen sehr guten Eindruck, wie groß das Teil eigentlich ist. Nach vorne laufen kann ich nicht, weil da ist halt mein Schreibtisch. Ich glaube, die Vorderachse von dem Wagen ist halt bei mir auch einfach in der Wand drin. Aber ja, ich steig mal wieder ein. Der Witz ist sogar genau hier, wo dieses, der übere Bügel, sag ich mal, auffällt, wo dieses, was ist das, so ein rotes Leder oder sowas, genau da ist tatsächlich sogar mein Stuhl. Perfekt. Also das kann ich sogar anfassen. Dann gehe ich hier mal wieder rein. Hier mal reinschlüpfen. Dann nochmal das Kabel hier verstauen. Hoppala. Das ist auch mal so eine Geschichte mit den Kabeln hier und mit der VR-Brille. Dann würde ich sagen, was ist denn da überhaupt? Aber jetzt habe ich eigentlich fast eher eine Autovorschau gemacht, anstatt einer Radvorschau. Aber ich glaube, da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Also das würde ich sagen, schon ein erstklassiger Mod. Hier, was auch noch interessant ist, hier diese Hügelchen. Wenn man da mit Geschwindigkeit rüber fährt, kann ich schon mal sagen, da fliegt man sehr weit. Das ist wirklich der Schuss, dass die Autos einfach über die Zuschauer rüberfliegen. Hier hätte ich halt auch mal Lust, eventuell mit Race Department ein Rennen zu fahren. Mit den Autos. Das würde auf jeden Fall Spaß machen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Eine starke Umgewöhnung. Okay, ich glaube, ich werde jetzt die Runde mal fahren und danach mache ich wirklich eine richtige Hotlap, mal die Runde zu ballern, wirklich eine ordentlich gefahrene Runde. Ist halt gar nicht so einfach, die Autos fahren sind so unterschiedlich im Vergleich zu den, naja, modernen, so wie gerade den GT3 BMW gefahren, F4, das ist halt ganz anders. So, hier werden wir sicherlich an die 300 km/h fahren. Ja, aber
Niemand ist gestorben. Das ist das Wichtige. Niemand ist gestorben. Und jetzt hier mit viel Geschwindigkeit. Über Stadtziel. Ich glaube, das sind die erste wirklich saubere Runde, die ich gefahren bin. Die war zwar nicht mega super schnell, aber sauber. Nur noch eine hinten dran zu nehmen. Okay, es war sauschwer. Also ich habe natürlich jetzt vermutlich 99% der Versuche hier rausgeschnitten. Also dieses Auto wirklich am Limit zu belegen, ist halt einfach Glückssache. Es ist halt echt sauschwer. Hätte ich nicht erwartet. Also klar, die Autos sind halt so ein bisschen eigen, aber das ist so krass, das hätte ich echt nicht erwartet. Mit dieser anfänglichen Stellenkurve hatte ich viel Probleme. Habe ich glaube einmal am Anfang richtig geil hingekriegt. Das war wirklich perfekt einfach. Und dann dachte ich so, jetzt hast du es raus, seitdem habe ich es aber nie wieder hingekriegt. Dann machen wir mal hier einen Fehler, mal da einen Fehler. Das Auto an sich ist einfach, man muss halt auf dem Gas stehen, wenn man lenken möchte. Anders funktioniert das nicht, so ist der halt nur im Untersteuern. Und
Naja, das ist halt dann das Ding, wenn man zu schnell in eine Kurve fährt, das Ding untersteuert wie sonst was. Das Einzige, was einem halt überbleibt, ist halt nicht bremsen, sondern Gas geben und das halt richtig. Und dann muss man halt gucken, daran muss man sich erstmal gewöhnen. Also an sich macht das super Spaß, mit dem Ding zu fahren, aber es ist halt, man muss Autofahren mit dem Teil echt neu lernen. Also wirklich, das ist schon relativ krass. Dann fahren wir nochmal in die Boxengasse. Um die uns so einmal anzugucken. Weil die viele, stehen ja viele Model Ts oder was das da ist. Wir haben alle dasselbe Auto. Kann man hier lang? Das wäre cool. Oh nein. Okay, das ist jetzt echt schade, dass die hier eine Mauer hingemacht haben. Ja, unsichtbare Mauer. Ja, aber die haben alle dasselbe Auto. Aber es ist halt nicht dieses Model T. Wäre auch dann schon, glaube ich, ein altes Auto. Das ist ja hier die Strecke von 1938. Ja, aber nochmal rückblickend. Ich kann natürlich nicht genau sagen, wie akkurat der Mod hier halt ist, weil ich war 1938 nicht hier. Aber so an sich wirkt das schon relativ nice. Hier sind viele Sachen am Straßenrand, die halt einfach... hier die Boxen zu. Viele Sachen am Straßenrand. Hier guckt euch den Asphalt an, die Texturen. Also da kann man schon echt nicht meckern. Das ist ein sehr... Ah! Ja, 1938. sehr schöne Strecke. Kann man hier eigentlich rüber? So viel zu der Sicherheit von damals. Genau. In dem Sinne, haut raus, bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann lasst doch mal einen Daumen hoch da. Also, ciao, ciao.